Moin Moin, hier ist wieder Sven Spotcheck und ich habe diesmal mal ganz andere Informationen für euch. Und zwar geht es mal um das Thema Ausflüge. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ihr bekommt an jeder Ecke eigentlich Ausflüge verkauft, ob das vor dem Hotel ist, am Strand oder wo immer ihr auch rumlauft. Ja, kriegt der Flyer in die Hand gedrückt und werdet immer wieder aufgefordert, mal was zu unternehmen. Ja, und ich möchte euch mal ein bisschen erklären, wie das so abgeht. In der Regel werdet ihr morgens mit den Bussen vorm Hotel abgeholt. Und oftmals ist das so, je nachdem, welche Saison du kommst, sind da bis zu 50 Leute, die von verschiedenen Hotels abgeholt werden, die immer wieder dort ein- und aussteigen. Und ihr werdet zu euren Ausflugszielen gefahren und habt dann ganz verschieden zwischen 2, 3 Stunden Zeit, euch einfach mal anzuschauen, was in diesen Ausflugszielen so los ist. Und das Ganze ist meistens relativ stressig. Zwischendurch gibt es meistens noch was zu essen und man hat gar nicht viel genug Zeit, einfach sich das Ganze mal anzuschauen. Dann geht es wieder in die Busse und dann geht es wieder zurück in das Hotel. Ja, und manchmal ist es so, dass gerade in diesen Ausflugszielen, egal ob ihr nach Antalya fahrt, Green Canyon, Adler Canyon, was alles ihr so kennt, drumherum um Siede, da ist immer zu bestimmten Tageszeiten, ist es richtig, richtig voll. Ja, und viele von euch wollen einfach nur die schöne Aussicht genießen, schöne Fotos machen, eine schöne Zeit verbringen. Ja, und oftmals kommt das viel zu kurz, weil man einfach immer wieder so ein bisschen unter Zeitdruck ist. Und aus diesem Grund möchte ich euch mal etwas anderes beschreiben, was es auch gibt in Ziele. Das sind sogenannte VIP-Ausflüge. VIP-Ausflüge werden getätigt so zwischen 2 und 8 Personen. Das heißt, ihr werdet individuell aus dem Hotel abgeholt. Ja, könnt euren Tagesablauf selbst gestalten. Ja, ich komme gleich auf das Thema nochmal zurück. Ja, das heißt, also ihr könnt bestimmen, wo wollt ihr hin, was wollt ihr sehen. Worauf legt ihr Wert? Ist es das Sightseeing? Ist es die Erklärung, die ihr haben wollt, der Historie, die dahinter ist? Oder wollt ihr einfach nur schöne Fotos machen oder einfach nur einen schönen Tag verbringen? Ein bisschen Action für eure Kinder, ja, wenn ihr nicht mehr in dem Alter seid, wo ihr Kinder habt. Ja, ist trotzdem manchmal Action angesagt. Ja, ihr könnt bestimmen, was ihr unternehmen wollt, ja, wie weit ihr laufen wollt, je nachdem auch, wie warm es ist. Vielleicht einen Ausflug nach Antalya, ja, da mal das bisschen das Stadtleben zu gucken, euch die alten historischen Dinge anzuschauen oder einfach mal ganz naheliegend mal nach Side runter zu gehen. Ja, ihr wisst, diese Stadt dort unten besteht aus Historie pur und mit vielen, vielen schönen Dingen, ja, mit Häfen, die 3000 oder 5000 Jahre alt sind, einem Amphitheater. Und ganz viel drumherum, wo man gerne mal drüber läuft, aber eigentlich gar nicht weiß, was dahinter steht. Und deswegen will ich euch mal ein kleines Team an die Hand geben. Das ist die Firma TJ Tours. Die liegt mir besonders am Herzen, weil die beiden, die dahinter stehen, die versuchen gerade dieses Reiseunternehmen für sich selber aufzubauen. Und die machen das mal ganz anders. Ja, die planen mit euch zusammen den Ausflug, den ihr haben wollt. Das kann sein, dass ihr einfach eine Stadttour machen wollt in Ziele, einfach einen Shopping-Ausflug, ja, für Edelklamotten, für ganz normale Klamotten. Ja, und die zeigen euch, was so möglich ist, ja, und wo man gut hinfahren kann. Und die stellen mit euch individuell eine Tour zusammen. Das gilt auch von der Länge her, ja. Also ihr bestimmt letztendlich, wie lange dieser Ausflug gehen soll. Das kann 2 Stunden sein, das kann 3 Stunden sein, das kann aber auch ein ganzer Tag sein, wenn ihr Lust drauf habt. Ja, und ihr könnt mit den beiden zusammenstellen, wo wollt ihr hinfahren, was wollt ihr sehen, was wollt ihr erleben. Ja, wenn ihr Kinder dabei habt, was ist für Kinder geeignet? Auch für ältere Leute, ja, je nachdem, wie agil sie noch sind. Ja, also was ist dort zu sehen? Ja, was kann man dort erleben? Ja, wo muss ich viel laufen? Wo muss ich eventuell bergsteigen? Ja, wo kann ich ganz relaxed geradeaus gehen, ohne mir die Füße zu brechen? Und genauso eine Touren, ja, das sind sogenannte VIP-Touren, die bieten die beiden an. Ja, und ich kann euch nur sagen, das ist etwas, was ich sehr genossen habe in der Türkei. Sprecht die beiden einfach mal an. Ja, ich gebe euch die Telefonnummer anschließend unter dem Text drunter. Ja, und die planen mit euch ganz individuell, was ihr möchtet. Ja, die bieten zum Beispiel eine Beauty-Tour an. Ja, das heißt für eure Frauen, ja, oder auch für euch selber, je nachdem, wie ihr das möchtet.
Könnt ihr euch einfach ein paar Tipps geben? Ja, wo ist der beste Friseur? Wo kann ich Nägel machen? Wo kann ich mir einfach mal eine Massage geben lassen? Wo kann ich, ja, ich weiß gar nicht, was ich alles erzählen soll. Also ein Rundum-Wohlfühl-Paket, ja, und die beiden sind dafür da, das mit euch zusammenzustellen. Die machen auch einen Flughafentransfer, also auch das ist möglich, dass ihr euch ab vom Flughafen abholen lässt und vom Flughafen wieder zurückbringen lasst. Ja, das haben wir zum Beispiel ausprobiert. Wir waren mit den beiden zusammen im Land of Legends in Belek, ja, und haben dann eine ganz individuelle Tour gemacht. Normalerweise wirst du da hingekarrt, wirst rausgeschmissen und dann am Ende der Tour wieder irgendwann eingeladen. Ja, die beiden machen es etwas anders. Ja, die erklären euch einfach drumherum, ja, wie ist das Ganze entstanden, ja, warum ist es so toll da, ja, was, welche Sehenswürdigkeiten gibt es, was für schöne Restaurants gibt es, wo kann man schönes Eis essen, welche Hotels gibt es da noch, ja, wie ist das Ganze entstanden. Und das sind so Dinge, die bei einer normalen Tour oftmals, ja, unter den Tisch fallen, ja, das heißt, ihr werdet mehr oder minder dort ausgeladen, ja, dürft ein bisschen die Stadt genießen, vielleicht auch die Sehenswürdigkeiten genießen und nach einer gewissen Zeit müsst ihr einfach wieder pünktlich am Bus sein, ja, und dann geht es zurück in das Hotel nach demselben Schema, ja, es werden alle Hotels angefahren, es werden die Leute ausgeladen und wenn ihr ganz Pech habt, ja, dann seid ihr das letzte Hotel, ja, und dann fahrt ihr nochmal eine halbe Stunde durch Side, Everest und Necky, ja, oder je nachdem, wo euer Hotel liegt. Um das zu vermeiden, kann ich euch wirklich so eine VIP-Touren einfach ans Herz legen. Diese VIP-Touren bestimmt ihr von der Dauer her. Natürlich Dauer bedeutet auch, die müssen euch natürlich zu diesen Sehenswürdigkeiten hinfahren oder fahren euch dorthin mit dem VIP-Bus. Ja, es ist ein Mercedes Vito, klimatisiert und die zeigen euch dort dann vor Ort, je nachdem, was ihr sehen wollt, welche Action ihr gebucht habt oder welche Sehenswürdigkeiten oder auch schöne Ausblicke. Für mich zum Beispiel als Vlogger ist es mal ganz nett, dass ich wirklich ein paar Punkte habe, wo ich schöne Fotos machen kann. Schöne Aussicht habe, ja, aber auch was erlebe, mal ein Eis esse, mal einen Kaffee trinke, vielleicht was esse, wenn es länger dauert, ja, einfach gemütlich was trinken will. Und natürlich mag ich es auch, wenn ich nebenbei ein bisschen bespaßt werde, ja, und das kann ich euch garantieren, mit den beiden ist es nicht langweilig. Das sind zwei absolut witzige Menschen, die euch da durch die Sehenswürdigkeiten führen oder je nachdem, was ihr erleben möchtet. Ja, das heißt, ihr habt eine volle Begleitung an der Stelle. Die erklären euch geschichtliche Hintergründe, die erzählen euch auch einige Anekdoten, ja, was so passiert im täglichen Leben in Ziele. Und ich kann es euch eigentlich nur wärmstens empfehlen, sowas zu nutzen. Massenausflug ist auch okay, ja, den findet ihr aber in jeder Ecke. Und wenn ihr ehrlich seid, ist es an jeder Ecke dasselbe. Ja, der eine hat mal das Essen, der andere hat mal das Essen. Bei dem einen ist eine Cola drin, ja, bei dem anderen kannst du vielleicht ein Bier trinken, aber letztendlich siehst du immer dasselbe. Ja, und mein Lieblingsbeispiel dafür ist der Green Canyon. Ja, ein sehr beliebtes Ausflugsziel in Ziele. Wenn ihr wirklich mal dahin fahrt, ihr wisst, letztes Jahr waren Waldbrände in der Türkei. Ja, dieser Green Canyon ist im Moment mehr ein Brown oder ein Black Canyon, ehrlicherweise. Ja, und es gibt auch schöne Plätze drumherum, ja, wo man viel, viel mehr erleben kann. Kleine Wasserfälle, kleine Buchten, viele Dinge, wo du einfach schöne Fotos machen kannst. Und ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Es sind ganz nette Menschen, die planen mit euch individuell den Urlaub. Und nehmt einfach Kontakt mit ihnen auf. Die beiden freuen sich, diese Ausflüge zu gestalten. Ihr seid auch frei von der Zeitgestaltung. Das heißt, ihr müsst nicht morgens um 7 losfahren, ja, und um 12 wieder da sein, ja, sondern die planen mit euch individuell die Zeiten, wann ihr los wollt. Ihr könnt auch einen Abend in Ziele machen, ja, oder eine Stadtführung abends in Ziele. Auch das ist möglich. Einfach mit denen zusammen absprechen, je nachdem, was euch liegt. Ich kann es euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Das ist mir auch eine Herzensangelegenheit, weil ich die beiden sehr, sehr mag. Und es gibt viele, viele Anbieter in Ziele und nicht jeder bietet diesen Service. Also, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und einen ganz lieben Gruß an das Team von TJ Tours. Wir haben die Ausflüge und die Transfers sehr mit euch genossen und deswegen auch das kleine Video, was ich euch hier widme. Mir liegt es wirklich am Herzen, dass ihr dort wirklich eine gute Saison habt und ich hoffe, das hat dem einen oder anderen mal geholfen, einfach mal seine Ausflugsplanung vielleicht mal zu überdenken oder eine andere Art von Ausflug zu fahren. Ja, und das soll es gewesen sein. Euer Sven.
Und wenn euch das Video gefallen hat, einfach ein Like da lassen. Ich freue mich auch gerne über ein Abo, ja, dass ihr meinem Kanal da lasst. Vielen Dank. Tschüss.